Außenbezirk in Lusaka im Haus des wunderbaren Josefs, der sich hier um diese Leute aus dem Dorf Chimongo angenommen hat. Der Junge wurde während der Feldarbeiten von einer Schlange gebissen und hat 2 Wochen keine wirklich gute medizinische Betreuung bekommen. Und als sie dann in einem Krankenhaus waren, das hat so die richtige Ausstattung hatte, musste dann das Bein abgenommen werden. Und jetzt hat ein Verein in Wien Geld gesammelt, damit der Junge eine Prothese bekommt und dann so wieder einen halbwegs normalen Leben nachgehen kann. Jump, jump. Yes. Damn, straight coming over.